Ich bin der Flamur Scholem. Wir haben den Dienstag, den 26. Oktober 2021. Bruchrechnung. Was gibt eigentlich 1 geteilt durch 11? Wie rechnen wir das? Es geht darum, ein Gefühl für Brüche zu bekommen. 1 geteilt durch 11, das können wir folgendermaßen aufschreiben. 1 geteilt durch 11, das ist auch 10 mal 0,1 geteilt durch 11. Was gibt 10 geteilt durch 11? Wir wissen es jetzt nicht. Also schreiben wir hier 10 mal 0,01 geteilt durch 11. Und 100 geteilt durch 11, das... Ihr könnt euch überlegen, das ist wahrscheinlich 99. Dann haben wir hier 99 plus 1 mal 0,01 geteilt durch 11. Und das geht wiederum 99 mal 0,01 geteilt durch 11 plus 1 mal 0,01 geteilt durch 11. Dann haben wir vorne 9 mal 0,01 plus 1 mal 0,01. Wir schreiben einfach 0,01 geteilt durch 11 auf. Heißt also, es gibt etwas weniger als 0,1. Wenn wir durch 10 teilen, dann sind wir bei 0,1. Also muss es weniger als das sein. Und die Frage ist jetzt halt, wie viel weniger. Wir rechnen mal weiter, dann haben wir da 9 mal 0,01. Das ist 0,09. 0,09, das ist weniger als 0,1. Und dann oben plus und dann schreiben wir auf 10 mal 0,001 geteilt durch 11 gleich 0,09 plus 10 mal 0,0001 geteilt durch 11. Jetzt haben wir vorne, also beim hinteren Term vorne dran, die Zahl 100 drin. Wir schreiben auf 0,09 plus 100 mal 0,3 mal das 0 und dann das 1 geteilt durch 11. Und wir haben hier 0,09 plus 99 plus 1 mal 0,0001 geteilt durch 11. Und das ist gleich 0,09 plus 99 mal 0,0001 geteilt durch 11 plus 1 mal 0,0001 geteilt durch 11. 99 geteilt durch 11, was gibt das? Das gibt wieder 9 mal 0,0001 plus 1 mal 0,0. Jetzt sind wir hier noch bei. Das sehen wir, da haben wir jetzt. Also, jetzt habe ich 0,09 nicht mehr mitgenommen. Ich müsste hier vorne noch 0,09 aufschreiben. Dann haben wir hier 0,09. Plus und jetzt 0,0009. Wir sehen, es wird nachher zwischen 9 und dem, zwischen den beiden Zahlen 9 und 0 geben. Dann haben wir hier hinten 0,0001 geteilt durch 11. Und das geht gleich 0,09. 0,9. Wenn wir die untereinander stellen, dann haben wir da 0,0009. Dann sehen wir, da haben wir das 9, dann haben wir das 0, dann haben wir nochmals das 9, 0,0. So sieht die Zahl aus. Und wenn wir jetzt hier
und weiterrechnen würden, dann sehen wir, dass wir immer 0,909 haben. 0,00001 gibt halt durch 11. Auch hier wieder die gleiche Überlegung. 100 Mal und rückt um 2 Positionen nach hinten. Also sieht es nachher so aus. 0,0909 plus 9 mal 5 mal 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt es 1 plus. Und oben dran haben wir genau das gleiche wieder. 1 mal und dann 0,5 mal Snow. Aufschreiben. 1 geteilt durch 11. Und dann sieht die Zahl nachher so aus. 0,09 plus 1, 2, 3, 4, 5, 1 geteilt durch 11. Heisst also, wir können das gleich hinschreiben, 0,09 und dann oben so eine Balken über das 0 und über das 9, dass man weiss, 0,909, das wiederholt sich. Oder wir können das runden auf, ich würde jetzt nicht auf 0,1 runden, weil dann ist nicht klar, dass es ein Neuntel ist. Denkt man vielleicht eher, dass es ein Zehntel ist. Also sinnvoll gerundet wäre da dann 0,091. Warum? Weil da hinten das 9, das ist 5 und drauf und da geht es da vorne um eine Zahl nach oben. Also haben wir dann 0,091. Wir schreiben es hier oben auf und das ist 0,09. Beide Zahlen und sonst, wenn man will, kann man es auch so aufschreiben. Dann ist es vielleicht noch weniger fehleranfällig. Ich kann es noch kurz prüfen, stimmt das überhaupt? 1 geteilt durch 11, was geht das? Das gibt wirklich 0,0909 und dann wird es am Schluss auf 1 gerundet. Wir können das auch anders rechnen. Ich zeige jetzt noch die anderen Methoden auf. Und zwar können wir uns sagen, 1 geteilt durch 11, wir haben hier Zahl 1, dann schreiben wir hier Komma und dann ein paar Kommastellen, ziehen hier die Linie gerade ab und sagen uns, gut, 1 geteilt durch 11 geht nicht, 10 geteilt durch 11 auch nicht, aber 100 geteilt durch 11, das sind wir da. Und das ist dann 99. Rest 1. So wie man halt geteilt rechnen kennt. Dann nehmen wir da das 0 ab. Und nochmal das 0 ab. Wie habe ich jetzt das die ganze Zeit gerechnet? Das ist so gerechnet. Beziehungsweise ich habe einfach das Resultat direkt eingeschrieben, soviel ich weiß. Ich habe mir überlegt, gut, 100 geteilt durch 11, das ist 99. Durch 11, das ist also 9. Da schreiben wir da hinten die Zahl 9 hin. Und dann wissen wir, es geht weiter mit dem 1 hier hinten. Ich muss nachher schauen, wie ich das gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich habe es auf eine effizientere Art vorher gerechnet. Ich mache das im nächsten Video. Gut.